Das prallt dann natürlich gegeneinander und man muss in dem Einzelfall abwägen, was ist angemessen, ist das erforderlich, ist das geeignet. Man muss bei der Ausgangssperre natürlich vor allen Dingen eine Sache immer im Hinterkopf haben, nämlich der Staat greift in die Grundrechte ein. Bei so einer rechtlichen Thematik lohnt sich auch hier wieder ein Blick in ein wichtiges und eigentlich das allerwichtigste Gesetz, nämlich das Grundgesetz. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video, heute mit der sehr aktuellen Thematik Ausgangssperre. Wie ist das eigentlich mit der Ausgangssperre? Wie ist die Rechtslage? Darf die verhängt werden? Darf die angeordnet werden? Wie lange geht das überhaupt? Und was passiert, wenn ich mich nicht daran halte? Wir befinden uns derzeit in einer Krisensituation. Ich glaube, das kann man nicht leugnen. Und dementsprechend knüpfen sich daran natürlich auch zahlreiche rechtliche Fragen an. Das Thema kursiert vor allen Dingen mit der Ausgangssperre immer wieder in den Medien herum, auch in den sozialen Netzwerken. Italien hat es, Frankreich hat es angeordnet, Deutschland, wie er jetzt zumindest Stand des Videodrehs hier, noch nicht. Und deswegen einmal die Frage vorab, geht das eigentlich auch in unserem Land? Die Antwort ist relativ kurz gehalten, ja. Auch das geht. Es gibt da ein Gesetz, das kennen die wenigsten Juristen. Auch ich habe mich nur im Zuge dieser Ausnahmesituation jetzt mal wirklich damit auseinandergesetzt. Und zwar ist das das Infektionsschutzgesetz. Ein Gesetz logischerweise, mit dem man nicht alle Tage zu tun hat, was aber in sich eigentlich sehr logisch aufgebaut ist. Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal bei Google eingehen, mal reinschauen und mal die wichtigsten Vorschriften durchlesen. Die meisten werde ich jetzt ohnehin hier in dem Video einmal präsentieren und dann kurz ansprechen. Die Ausgangssperre kann rechtlich angeordnet werden, das würde sich dann auch das Infektionsschutzgesetz stützen, verbunden auch durch Rechtsverordnungen, die erlassen werden können. Da muss man einmal kurz zu sagen, grundsätzlich ist sowas Ländersache, allerdings kann in solchen Ausnahmesituationen auch der Bund die Länder zu Maßnahmen verpflichten, aber das soll gar nicht Gegenstand sein. Fakt ist, dass immer dann, wenn solche Ausnahmesituationen bestehen, also wenn eine Verbreitung von einem Virus oder ähnlichem wahrscheinlich ist oder auch kaum mehr einzudämmen ist, ich versuche es gerade etwas unjuristisch zu erklären, dann kann eine Ausgangssperre verhängt werden. Das Ganze würde sich dann auf § 28 Infektionsschutzgesetz stützen. Da steht auszugsweise drin, § 28 Schutzmaßnahmen. Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den Paragraphen 29 bis 31 genannten, soweit und solang es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Diese Vorschrift gibt uns schon eine ganze Menge an Informationen, nämlich zum einen, wie lang die Ausgangssperre sein darf und vor allen Dingen auch hinsichtlich der Erforderlichkeit. Das liegt dann, so wie es die Vorschrift nennt, im Ermessen der Behörde. Das Ganze konzentriert sich auf die, wir haben es gerade gehört, Verhinderung der Verbreitung dieser Krankheit. Schauen wir uns mal kurz die Paragraphen 29, 30 und 31 des Infektionsschutzgesetzes an. Paragraph 29 regelt die Beobachtung, also dass Kranke, Krankheitsverdächtige der Beobachtung unterworfen werden können. Paragraph 30 regelt die Quarantäne von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ausscheidern oder Ansteckungsverdächtigen. Und Paragraph 31 des Infektionsschutzgesetzes regelt das berufliche Tätigkeitsverbot. Man muss bei der Ausgangssperre natürlich vor allen Dingen eine Sache immer im Hinterkopf haben, nämlich der Staat greift in die Grundrechte ein. Ja, also man hat grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, sich frei zu bewegen im Bundesgebiet. Also keiner kann natürlich mit Ausnahme von Inhaftierten gezwungen werden, sich irgendwo aufzuhalten. Dieses Grundrecht wird durch eine Ausgangssperre eingeschränkt. Ja, also wir haben auf der einen Seite das Infektionsschutzgesetz, das sagt, ey, lieber Staat, sorgt dafür, dass die Krankheit sich nicht verbreitet. Und auf der anderen Seite die Grundrechte des Bürgers. Grundrechte sind Abwehrrechte. Das ist natürlich immer was ich vor allen Dingen meinen Studenten immer einprügel. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Und hier hat er auf der anderen Seite das Grundrecht, vor allen Dingen auch das Freiheitsgrundrecht der Bürger. Das prallt dann natürlich gegeneinander und man muss in dem Einzelfall abwägen, was ist angemessen, ist das erforderlich, ist das geeignet. Bei so einer rechtlichen Thematik lohnt sich auch hier wieder ein Blick in ein wichtiges und eigentlich das allerwichtigste Gesetz, nämlich das Grundgesetz. Artikel 2 regelt Folgendes in Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Das haben wir hier. Hier haben wir ein Gesetz, Infektionsschutzgesetz, sagt, die zuständige Behörde kann und muss die und die Maßnahmen ergreifen. Damit steht im Grundgesetz schon drin, hier kann aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange darf das eigentlich sein? Auch diese Frage bekomme ich gestellt, können wir jetzt 5 Jahre in Quarantäne gesteckt werden oder kann jetzt 5 Jahre eine Ausgangssperre verhängt werden? Das geht nicht. Das geht nur so lange, wie der Eingriff auch verhältnismäßig ist. Dann, wenn sich die Situation gelockert hat, etwas entspannt hat und man dafür Gewähr tragen kann, hier besteht kein Verbreitungsrisiko der Krankheit mehr, dann muss eine Ausgangssperre als allererst, also vor Berufsverboten oder vor irgendwelchen anderen Maßnahmen, aufgehoben werden, weil das gerade in das Freiheitsgrundrecht der Bürger eingreift. Dann natürlich die nächste spannende Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme: Was passiert, wenn ich mich daran nicht halte? Dafür gibt es auch eine Regelung, selbstverständlich, es gibt für alles Regelungen. Dafür schauen wir uns einmal § 75 Infektionsschutzgesetz an. Da steht nämlich drin, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer, dann ist vor allen Dingen Absatz 1 relevant, einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Absatz 1 Satz 2, § 30 Absatz 1 oder 31, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung, zuwiderhandelt. Ja, also hier sagt das Infektionsschutzgesetz als Strafvorschrift quasi ausgestaltet an der Stelle, wenn du dich gegen diese Anordnungen widersetzt, dann bekommst du eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder eine Geldstrafe. Für jeden aufmerksamen Zuschauer meiner Videos, der weiß natürlich direkt, das ist ein Vergehenstatbestand, kein Verbrechen, ist nämlich im Mindestmaß nur mit einer Geldstrafe sanktioniert. Nachdem wir uns jetzt die Vorschriften im Infektionsschutzgesetz angesehen haben, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, es gibt keine hundertprozentige gesetzliche Grundlage, also kein Paragraph XY, in dem steht, alle in Deutschland wohnhaften Bürger müssen jetzt zu Hause bleiben, 24 Stunden am Tag, das gibt es nicht. Jedoch, das haben wir uns gerade angesehen, ist die Behörde verpflichtet, entsprechende Maßnahmen, natürlich dann auch in Verbindung mit Rechtsverordnungen, die erlassen werden müssten, um den konkreten Fall zu regeln, zu treffen, um die Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Das war, glaube ich, so das Gröbste und Wesentlichste zu der Frage, geht eine Ausgangssperre, was passiert, wenn man dagegen verstößt und wie ist die Rechtslage? An der Stelle interessiert mich brennend, wie ihr die ganze Sache seht. Also findet ihr, es wäre jetzt eine Ausgangssperre angemessen oder findet ihr, ach nee, das ist schon zu weit hergeholt? Schreibt das bitte in die Kommentare, bitte teilt mir eure Meinung zu dieser sehr, sehr spannenden und aktuellen Thematik mit. Wie findet ihr das, wenn das passiert oder hätte das möglicherweise schon längst passieren müssen? Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da. Ich hoffe, ich konnte wieder eine kleine rechtliche Thematik damit für euch aufklären und euch diese Sache in gewohnt unjuristischer Art und Weise näher bringen. Und euch hat dieses Erklärvideo gefallen und ich freue mich natürlich aufs nächste Video und bleibt gesund.